In der zweiten Folge der Sims-Schau geht es unter anderem um die Kuhpflanze, Welten, in denen die Sims leben, und an sowie Abtörner, wie sie wohl in die Sims 4 umgesetzt werden könnten. Nachdem die letzte und auch erste Folge der Sims-Schau so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, dieses Format wird weitergehen, und auch in dieser Woche habe ich mir ein paar interessante, spannende und lustige Tweets rausgesucht, die ich euch präsentieren möchte. Für die zweite Folge habe ich unter anderem diesen Tweet von Cottony Socks rausgesucht. Sie ist nämlich ja eine Künstlerin und bastelt, wie ihr hier schon seht, Kuhpflanzen. Die Kuhpflanzen sind ja ein fester Teil so ein bisschen der Sims-Reihe. Die gab es auch schon in The Sims 2, The Sims 3 und in The Sims 4 sind sie ja auch dabei. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Material ist. Ich meine, das ist diese Knete, aus der man so Figuren kneten kann, wie sie es jetzt hier gemacht hat. Die stellt man dann in den Ofen und dann wird diese Knete irgendwie hart. Ich finde, sie hat es unfassbar gut gemacht. Also sie hat quasi wirklich die Kuhpflanzen, wie sie im Spiel sind, 1:1 nachgebastelt. Das sieht wirklich sehr toll aus. Hier die normale Variante und hier einmal die Variante, wenn sie Hunger bekommt und dann ihre Kuchenzunge rausstreckt. Die kleinen Kuhpflanzen hat sie schon länger so ein bisschen in ihrem Store und da habe ich tatsächlich eine abgestaubt. Das ist nämlich diese hier, die habe ich mir schon vor einer ganzen Weile gekauft. Leider fehlt hier schon das eine Hörnchen, das ist ein bisschen schade. Ich habe euch die Kuhpflanze auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ich muss sagen, diese kleine Kuhpflanze ist schon sehr cool, aber diese große, die ich euch jetzt gezeigt habe, ist bestimmt nochmal eine Ecke cooler. Also wie sie hier schreibt, die große Kuhpflanze ist ungefähr 17 cm groß, also doch schon ja, eine ganz schöne Größe. Im Vergleich zu der hier, die ist vielleicht ungefähr so 2 cm groß. Hier hat sie auch nochmal ein Video der Kuhpflanze geteilt. Ich finde, das sieht wirklich großartig aus. Also da hat sie wirklich tolle Arbeit geleistet. Sie sieht wirklich extrem detailliert aus. Auch hier, wenn ihr genau hinschaut im Mund, da ist diese Oberfläche von der Zunge gut abgebildet und auch so. Ich hätte sie so gern, aber leider gibt es sie derzeit nicht. Man merkt vielleicht, ich bin schon so ein kleiner Fan der Kuhpflanze bei den Sims. Und zwar habe ich ja, wie ihr vielleicht schon seht, auch hier im Hintergrund ein Plakat mit der Kuhpflanze hängen. Das war, glaube ich, auch Teil eines Trailers von The Sims 4, dem The Sims 4 Basisspiel. Also ich muss sagen, als ich das auf Twitter gesehen habe, war ich wirklich ein bisschen begeistert. Und falls sie die wieder zum Kauf anbietet, bin ich, glaube ich, der Erste, der da auf jeden Fall zuschlagen wird. Ebenfalls eine sehr coole Kreation von einer anderen Zimmerin, die Sandro Berta auf Twitter heißt. Sie hat nämlich tatsächlich Bob und Elisa Pancakes aus dem The Sims 4 Basisspiel einfach mal in The Sims 2 nacherstellt. Das seht ihr hier schon. Ich finde, die beiden sind wirklich sehr gut getroffen. Die Haare scheinen ja auch ebenfalls CC zu sein. Und ich glaube, das T-Shirt gibt es auch so in der Art nicht in The Sims 2. Weil in The Sims 2 und The Sims 3 waren die Haare ja noch eher so ein bisschen, sagen wir mal, realistisch. So vom Aussehen, das ist dann diese The Sims 4 Variante. Aber ich muss sagen, bis auf vielleicht die Augen, finde ich, man kann die beiden sehr gut wiedererkennen. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. Allgemein in letzter Zeit habe ich das Gefühl, sehr viele Sims probieren sich daran, The Sims 4 Sims mal so ein bisschen in The Sims 3 nachzuerstellen. Deswegen, es sieht auf jeden Fall immer sehr witzig aus. Und auch wenn dann natürlich die Spieler versuchen, das so nah wie möglich am Original sich zu orientieren, fällt auf, die Sims sehen trotzdem nochmal ganz anders aus. Einfach wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil The Sims 2 einfach nochmal einen komplett anderen Artstyle hat als The Sims 4. So die Augen, da sieht man schon, man sieht eigentlich direkt, wenn man sich den Screenshot anguckt, dass es sich hier um The Sims 2 handelt. Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. Dann als nächstes ein weiterer Tweet von Simmatically, der ja auch immer sehr interessante Inhalte auf Twitter teilt. Er hat nämlich ein Feature aus The Sims 2 versucht, so in The Sims 4 ein bisschen nachzustellen, was ich sehr cool fand. Er hat nämlich versucht, die Cutscenes, die es in The Sims 2 noch gab, zu besonderen Anlässen, zum Beispiel wenn Sims umgezogen sind, glaube ich, oder der erste Kuss oder das erste Baby, gab es immer so eine kleine Szene, wie ihr jetzt gleich schon sehen werdet, in der das besondere Ereignis nochmal schön ein bisschen cinematisch dargestellt wurde. Und das hat er so in der Art auch in The Sims 4 umgesetzt. Das zeige ich euch doch jetzt direkt mal. Er klickt hier quasi auf den ersten Kuss und dann kommen jetzt hier diese Filmbalken rein und man sieht schon, ich muss zugeben, wenn das so in The Sims 4 ablaufen würde, wie es jetzt in The Sims 2 war, es wäre schon sehr cool.
Also auch, falls die Entwickler schon an die Sims 5 dran sind, sollten sie dieses Feature auf jeden Fall wieder mit zurückbringen. Ich fand es auf jeden Fall immer sehr cool, sich immer diese kleinen Cutscenes anzugucken. Also muss ich sagen, sehr gute Idee, sehr gut umgesetzt. Also so in der Art wäre das ja auch im Spiel realistisch. Hoffen wir einfach mal, dass wir sowas ja eventuell mal wiederbekommen. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Vor allem, ich finde, es lässt den Moment dann nochmal so ein bisschen besonders wirken, wenn es hier einfach in so einer kleinen Zwischensequenz nochmal dargestellt wird. Also wirklich Umsetzung top, kann man nicht anders sagen. Dann hat als nächstes Luddy Simmer auch eine sehr witzige Grafik geteilt. Er hat nämlich hier quasi ja, einen Behind-the-Scenes- bzw. einen angeblichen Behind-the-Scenes-Screenshot geteilt. Ja, wie ihr hier schon im Hintergrund seht, es handelt sich hier um die Welt Tatosa aus dem Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack. Und hier hat er quasi so getan, als wären die Sims nicht einfach nur ein Videospiel, sondern ja, hier sieht man quasi einen Behind-the-Scenes-Look hinter den Trailer. Die Sims warten hier schon auf ihren Einsatz. Ja, ich meine, so läuft es natürlich nicht in echt ab. Die Sims sind einfach im Spiel, aber hier tut er einfach so, als wären die Sims echt. Und es wäre quasi hier der Dreh für diesen Trailer. Finde ich auf jeden Fall eine sehr witzige Idee. Als ich das auf Twitter gesehen habe, dachte ich, das muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Allgemein, alle Tweets, die ich euch in diesem Video zeige, sind auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Da sind sehr ja, talentierte Leute auf jeden Fall am Werk. Ich war ja selber tatsächlich auch mal an so einem Filmset und habe da ja, als Komparse mitgewirkt. Und ich kann euch sagen, beim Film wartet man extrem lange. Also das, was ihr hier seht, ist wahrscheinlich das, was auch die Leute, die Sims, dann am meisten am Set machen würden, nämlich warten. Und als nächstes habe ich ein weiteres interessantes Bild von Sims Grim Reaper rausgesucht. Scheinbar gibt es nämlich innerhalb des Spiels ja dieses Bild, auf dem quasi die Sims-Weltenkarte zu sehen ist, was ich sehr witzig fand. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt in Anführungsstrichen eine offizielle Weltenkarte bei den Sims wäre. Man sieht hier schon, eigentlich ist es ja unsere richtige Weltenkarte, nur wurden hier Afrika und Australien quasi getauscht. Also in dem Fall ja ein bisschen unkreativ, wenn man das so sagen will. Es fällt nämlich auch auf, er hat nämlich hier noch ein paar weitere Bilder angehängt. Es gibt noch mehr Weltenkarten im Spiel. Und die unterscheiden sich auch alle irgendwie ganz deutlich. Also es gibt einmal diese Variante von dem Globus, den es ja im Spiel gibt. Und man sieht hier schon, das sieht irgendwie gar nicht mehr so aus wie die Welt, die wir gerade gesehen haben. Tatsächlich gibt es hier dann nochmal eine Weltenkarte. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Objekt die ist. Die sieht nochmal komplett anders aus. Und ja, die, die wir gerade schon gesehen haben, also hier haben die Entwickler nicht ganz aufgepasst und haben hier unterschiedliche Varianten der Weltenkarte ins Spiel gebracht. Wahrscheinlich wird sich da intern nicht wirklich abgestimmt, wie sich die Entwickler die Welt bei den Sims wirklich vorstellen. Und deswegen hat halt jeder Artist, der die Aufgabe bekommt, ja so eine kleine, einen kleinen Globus zu zeichnen, beziehungsweise eine Weltenkarte, macht es dann halt einfach so, wie er das sich so vorstellt. Aber es gibt da keine einheitlichen Regelungen. Dass sich da nicht immer 100% abgesprochen wird, kann man auch noch an anderen Stellen sehen. Und zwar achtet mal hier so ein bisschen auf die Schrift. Es gibt hier ja diese Schriftart. Man kann das nicht so richtig gut erkennen, aber es sind ja irgendwie so einzelne Buchstaben kann man erkennen. Und zum Beispiel hier, die Buchstaben sehen auch nochmal komplett anders aus. Eine Sache, die nämlich auch innerhalb des Spiels auffällt, wenn ihr mal so ein bisschen drauf achtet, wo überall so simlische Schrift zu sehen ist, die sieht immer komplett anders aus. Also die Buchstaben sind oft sehr anders und da ist es wahrscheinlich auch so, dass es da keine einheitliche Regelung gibt, wie die Entwickler bzw. die einzelnen Leute, die die Objekte erstellen, dann diese Schrift zeichnen. Da wurde sich scheinbar noch nicht geeinigt und jeder Artist hat da so ein bisschen seinen eigenen Ansatz, diese Schrift zu gestalten. Es gibt ja lustigerweise sogar eine offizielle Sims-Schriftart, eine simlische Schriftart, die quasi einfach unsere Buchstaben als Sims-Hieroglyphen darstellt. Damit kann man sogar manchen Text im Spiel tatsächlich übersetzen. Das ist dann quasi einfach englischer Text, bloß halt mit simlischen Buchstaben. Jetzt nichts groß Spannendes, aber das fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig und mal erwähnenswert, dass es im Spiel gar nicht so einheitlich ist. Es ist ja jetzt auch wirklich nichts, was wirklich stört. Das fällt nur auf, wenn man da extrem drauf achtet. Aber ich fand es ganz interessant, das mal anzumerken.
Und ein letzter interessanter Community-Inhalt, den ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, ist der von Odafif. Ich habe den hier gerade schon mal aufgemacht und zwar seht ihr hier schon, er hat sich quasi mal überlegt, wie in The Sims 4 zum Beispiel Sternzeichen oder auch Anziehung, An- und Abturner, wie es in The Sims 2 so war, umgesetzt werden könnten. Die Sternzeichen scheinen für ihn relativ wichtig zu sein, deswegen hat er das hier in die Benutzeroberfläche als eigenen Punkt hinzugefügt. Und hier kann man ebenfalls die An- und Abturner auswählen. Er stellt sich das so vor, dass es hier einen Schieberegler gibt, mit dem man einstellen kann, auf welches Geschlecht die Sims stehen sollen. Und er hat sich hier quasi noch ein kleines System überlegt, wie das aussehen könnte, wenn man quasi ja, Dinge, die der Sim an anderen Sims attraktiv und nicht so attraktiv findet, auswählen kann. Hier, wenn man auf das Plus klickt, kann man dann auswählen, okay, mein Sim soll andere Sims mögen, die arm sind oder die reich sind oder die ein besonderes Merkmal haben oder eine besondere Fähigkeit können. Und das Ganze natürlich dann auch für Sachen, die man an anderen Sims nicht so gerne mag. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich mag das immer, wenn sich irgendwelche Spieler so Features, die es eigentlich nicht gibt, hier so ausdenken und das hier so hinbasteln in Photoshop. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Das hier ist ja aus der Zeit für Freunde-Erweiterung von den Gruppen übernommen, aber ich denke, das könnte man auch einfach so ja, bei den An- und Abturnern so wiederverwenden auf jeden Fall. Also ich muss sagen, diese An- und Abturner in The Sims 2 waren schon eine sehr coole Ergänzung. Damit konnte man einem Sim nochmal so ein bisschen mehr Persönlichkeit verleihen. Wir haben das ja im Spiel derzeit nur für Sachen wie Farben oder zum Beispiel die Lieblingsmusik. Aber so in der Art fände ich das auf jeden Fall nochmal eine Ecke cooler. Und das würde jedem Sim dann auch nochmal so ein bisschen mehr Hintergrund geben, sage ich mal. Damit wären wir auch schon am Ende dieser zweiten Folge von der Sim-Schau angekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, euch diese Tweets, die mir so in den letzten Wochen aufgefallen sind, mal zu präsentieren. Wie gesagt, alle Tweets, die ich euch jetzt hier so gezeigt habe, sind auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Schaut auch gerne in die letzte Folge von Sim gehört vorbei. Da haben wir über das neue maximalistische Wohnstil-Set und das neue Update, was erschienen ist, geredet. Das findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Welcher von den Tweets fandet ihr persönlich am spannendsten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, da würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.